Good. All righty. Einen wunderschönen guten Abend. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Ich hoffe, Sie freuen sich auch, dass wir auch da sind. Und dass Zhao Tingyang nicht da ist. Das ist schade. Wir versuchen unser Bestes. Es wurde ja schon angekündigt. Mit Daniel Lese, Sinologe und Historiker, und Markus Gabriel, Philosoph, wollen wir heute Abend über den Elefanten in vielen Räumen sprechen, nämlich China. Und ich glaube, wir sind uns relativ schnell alle einig, dass wir viel zu wenig wissen über dieses große Land, das in den letzten 30 Jahren so viel an Bedeutung hinzugewonnen hat. Nicht ganz konfliktfrei, aber eben auch nicht nur Konflikte. Und ich glaube, dass gegenseitiges Lernen miteinander, also auch von Ost nach West und West nach Ost, ist eine Übung, die wir schon über die Jahrhunderte immer wieder betrieben haben. Und heute Abend ist ein kleiner neuer Baustein. Um Sie vorzuwarnen, wir werden die letzten 15, 20 Minuten auch gerne Fragen hören und sozusagen dann auch mit Ihnen ein Stück weit ins Gespräch kommen zu diesem großen Thema. Daniel, du hast ein neues Buch vorgelegt, in dem du uns, wie viel sind es insgesamt, 50 Texte? 21. 21, ja. Okay, fast. Also vorgelegt hast, die von zeitgenössischen Denkern Chinas übersetzt, einfach um mal dem geneigten deutschen Publikum so ein Fenster aufzumachen. Was ist deiner Meinung nach, du bist ja nun Sinologe, aber sicherlich auch noch nicht gegen jede Überraschung gefeit, was war denn dein großes Aha-Erlebnis beim Studium dieser Texte, beim Übernehmen oder Nachdenken, in welchen Kontexten wir sozusagen über China sprechen? Mhm. Ja, also erstmal, diese Anthologie ist erwachsen aus sozusagen dem Missbehagen darüber, dass man eben selbst im sinologischen Unterricht keine vernünftigen deutschen Texte für gegenwartsphilosophische oder politische philosophische Texte hat. Und von daher habe ich mich mit meinem Co-Autoren Shiming entschlossen, dass wir einfach mal überlegen, welche Texte wären denn auch für ein breiteres Publikum interessant. Wir haben dann so in der Tat um die 50 Texte ausgesucht und das dann immer weiter runtergedampft. Und letztendlich haben wir relativ schnell erkannt, wir müssen uns beschränken. Die Debatten, die wir jetzt also ausgewählt haben, konzentrieren sich auf vier große Themenbereiche: chinesische Identität. Das zweite ist dann Herrschaftslegitimation, Stadt-Land-Beziehungen, was bei uns viel zu häufig nicht beachtet wird, was für China ganz zentral ist, und Zukunftsperspektiven. Von daher, das sind so die vier großen Themen, und dazu haben wir dann versucht, immer ganz kontroverse Positionen zusammenzustellen. Und da gab es immer wieder auch welche, die ich in der Tat so vielleicht nicht erwartet hätte. Also ich habe für den Zukunftsteil vor allem was gesucht zum Sozialkreditsystem, und das war gar nicht so leicht, weil als Praxis gab es natürlich eine ganze Reihe von Texten, aber mal einen wirklich philosophischen Entwurf oder einen theoretischen Entwurf, wozu das Ganze dient, da haben wir lange gesucht und jetzt, wie ich finde, einen sehr interessanten Text gefunden, der, wenn man so will, Michel Foucault affirmativ liest und beschreibt, wie baut man das perfekte Panoptikum. Wow. Ich glaube auch, dass man sagen kann, Markus, dass im öffentlichen Diskurs ganz viel so halbphilosophisches gesagt wird. China ist konfuzianisch, das würde man heute immer noch merken. Dann der Westen ist individualistisch und der Osten mehr kollektiv. Also das heißt, du als Vollblutphilosoph, kannst du uns so ein bisschen durch dieses Dickicht führen und sagen, welche dieser sage ich jetzt mal, Volksphilosophie, wenn überhaupt zutreffend ist, oder wo wir eigentlich hinschauen müssten, wenn wir chinesische Kultur, Geistes- und Philosophiegeschichte verstehen möchten. Also bei diesen Ideen davon, dass es entweder in Asien oder dann spezifischer in China oder dann wiederum in Japan oder in Indien und so weiter sozusagen kollektives Verhalten gibt, mysteriöser, ja, relational heißt das dann im daoistischen jüngeren oder eben neokonfuzianischen Diskurs, während im Westen, was auch immer das ist, darüber werden wir uns sicher auch noch unterhalten, individualistisch, atomistische, kompetitive lebens- und politische Entwürfe alles steuern, das ist natürlich völliger Unsinn. Ja, also das hält keiner soziologischen, sinologischen oder eben auch germanistischen Interpretation der wirklichen Verhältnisse stand, sodass eben die Frage eher ist, ja, welche Rolle
spielen diese letztlich bei genauerer Betrachtung bizarren, nachweislich falschen Narrative. Wo kommen die her? Wer profitiert davon? Wer bringt die auf den Markt? Wer akzeptiert sie? Und so weiter. Es handelt sich dabei jedenfalls in keiner interessanten Weise um Tatsachen. Mhm. Ja? Also wenn man dann sowas hört, wie es gäbe ein kollektivistisches chinesisches Denken, da muss man sich fragen, nochmal ganz kurz, woher kommt nochmal die Ideologie der heutigen Volksrepublik China? Ach, aus dem Rheinland, Karl Marx. Ja? So. Das ist natürlich ein sehr asiatisches Denken. Und ja, also da nicht, wenn man nur mal schon auf dieser Oberfläche anfängt, sieht man ganz schnell, wie schnell das vorbei ist. Und in der Wahrnehmung, ich war gerade in Japan und habe viel diskutiert, die japanische Wahrnehmung, wenn man in die Narrative schaut, ist ganz anders. In der japanischen Geschichte, darüber, wie sich der Westen zum Osten verhält, ist Japan total individualistisch, kapitalistisch, freie Märkte, Subjekte mit viel Innenleben, so eine Art Mega-Protestantismus. Und Deutschland ist so ein sozialistisches Ameisengewebe. Ja? Das heißt, Japan hat das Bild von uns, das wir in diesem Narrativ etwa von China haben. Ja, und das nur als Hinweis darauf, wie komplex die Sachlage ist. Langer Rede, kurzer Sinn. Diese Ideen ja, vom konfuzianischen, neokonfuzianischen China, dass man auch, weil es so komplex ist, nur so regieren kann, wie es regiert wird, und vom weltzerstörenden, eurozentrisch, kapitalistisch, imperialistisch, bösartigen Westen, das ist reine Propaganda. Und gibt es so, wenn du dich an diese Texte jetzt nochmal dann so erinnerst oder was du da als Textkorpus da untersucht hast, kann man sagen, es gibt so eine politische Instrumentalisierung auch auf der anderen Seite oder so, oder sagen wir mal, zu kurz gesprungene Narrative über den Westen, und erklärt das sozusagen eine gewisse Sprechunfähigkeit, die wir so miteinander entwickelt haben? Mhm. Genau, also da kommt es jetzt so ein bisschen darauf an, wo wir historisch ansetzen. Denn also insgesamt ist es so, das ist ja schon in der Anmoderation ganz gut angeklungen, dass also bei uns doch ein relativ großer Nachholbedarf an Wissen über China oder Asien insgesamt herrscht, dass aber gerade in den letzten 150 Jahren ja in großem Maßstab wirklich alles Mögliche übersetzt worden ist. Und man kann also auch über Schmidt und Luhmann und was auch immer ganz problemlos mit chinesischen Kollegen diskutieren. Aber das wäre relativ schwierig, wahrscheinlich auch nur drei chinesische Philosophen hier zusammenzukriegen heute. Und von daher also würde ich sagen, es kommt auf die Zeiten an. Und wir sehen also gerade so die 80er Jahre waren eine Zeit der ganz großen intellektuellen Offenheit. Ne? Also da wurde alles Mögliche diskutiert bis hin in die oberste Führung. Und dann kommt eben so ein stärkerer, sagen wir mal, neoliberaler Schwung hinein. Wenn ich das vielleicht so jetzt mal in ganz grobe Schulen unterteile, sieht man also so ein Aufkommen aller möglicher Formen des Liberalismus in den 80er, 90er Jahren. Und dann kommt eine Gegenbewegung, die setzt so Mitte der 90er an und zieht sich dann in die frühen 2000er rein, dass man also überlegt, ja, wie weit soll diese Wirtschaftsreform jetzt eigentlich gehen? Hatten wir es nicht früher eigentlich mal besser unter Mao? Ne? Diese Nostalgie auf das maoistische Element. Und da kommt dann die sogenannte Neue Linke ins Spiel, wo einige der großen Stardenker Chinas wie Wang Hui oder andere Galionsfiguren sind, die sich also überlegen, inwiefern kann man eben auch an postmoderne Theorien möglicherweise anschließen. Das ist was ja, so die Hauptströmungen charakterisiert. Daneben eine kleinere Strömung sind dann die Neukonfuzianer, die jetzt wieder eine eigene Gruppe dann auf Taiwan haben oder verschiedene. Und dann jetzt in der Volksrepublik, wenn ich nochmal auf die Frage zurückkomme, springen da auch welche zu kurz. Also da gibt es sicherlich einige, denen geht es weniger um ja, eine Rekonstruktion des Konfuzianismus als solchem, sondern eben zu schauen, inwiefern kann ich jetzt mit meinen Theorien die aktuelle Politik stützen. Und ich habe ein Kapitel drin, Kapitel 7, wo ein ja, neukonfuzianischer Philosoph 2014, da geht Xi Jinping nach Chifu, also in die Heimatstadt des Konfuzius, und dann denkt er, ah, jetzt gibt es eine große Wende, und dann propagiert er, also vielleicht sollten wir es gar nicht mehr die kommunistische Partei Chinas nennen, sondern die konfuzianische Partei. Der Marxismus war ein Fehlweg, und ja, der ist sicher etwas zu kurz gesprungen, der Herr. Ja. Du hast jetzt ja jüngst auch ein Buch vorgelegt, das ich jetzt in aller Kürze anthropologisch beschreiben mag. Also es geht um den Menschen als Tier und die Zukunft des Menschen natürlich auch. Und meine Frage wäre, wie wird denn der Mensch heute reflektiert in der zeitgenössischen chinesischen Philosophie? Wir haben das Thema künstliche Intelligenz, das uns hier in der westlichen Welt oder der freien Welt oder in anderen Teilen der Welt, wenn Sie so wollen, ja auch vor neue Herausforderungen stellt. Ne? Gibt es da eine Reflexion, wie ist die Reflexionslage oder die Forschungslage in China? Also die Debatte, in der ich in China und Japan, wo es sehr viel Rezeption des gegenwärtigen chinesischen Denkens gibt, eines der größten Zentren dafür ist das Institute for Advanced Studies on Asia an der Universität Tokio.
das mein Freund und Kollege Takahiro Nakajima jetzt gerade leitet. Der Professor ist für chinesische Philosophie in Tokio, gegenwärtige chinesische Philosophie. Und da gibt es eine Debatte, an der auch Zhao Tingyang teilnimmt und Bing Sung und andere. Das läuft unter dem Titel Gung Shi, also zusammen werden. Und die Idee ist, den Menschen nicht zu verstehen, ich übersetze das jetzt theoretisch, nicht zu verstehen als Sein, Human Being, sondern als Werden, Human Becoming. Und wenn man etwas sehr Generelles, aber das darf man an so einem Abend, wir sind ja unter uns, sagen möchte über einen gewissen Zug, in dem, was man chinesisches Denken, wenn man so will, nennen möchte, dann ist das in der abendländisch übersetzt, spielen die auf in der Heraklit-Partei und nicht in der Parmenides-Partei. Also werden und nicht sein. Ja? Also die Idee, dass die Wirklichkeit bestehen könnte, ja, aus mehr oder weniger festen, vielleicht sogar ewigen Substanzen, Aristoteles, ja, das ist eine Idee, die man in den Mainstreams der Chinesen, man findet alles in China, aber in den Mainstreams, die man mit China verbindet, eigentlich nicht findet, auch heute nicht. Ja? Also alles ist eigentlich im Werden, im Fluss, chaotisch, relational, instabil. Und die Frage ist deswegen seit Laozi eher, wie kann es sein, dass irgendetwas stabil überhaupt ist, während die Frage der abendländischen griechischen Philosophie jedenfalls eher die umgekehrte war, wie kommt es zum Werden angesichts der ewigen Form? So, und das ist jetzt da im Denken über den Menschen auch reflektiert in der Debatte, in der ich bin. Und wir diskutieren gerade, wie man die universalistischen Ansprüche der Ethik, die in China auch geteilt werden, auch in China weiß man, dass man Kinder nicht grundlos aus dem Fenster werfen soll. Ja? Also auch da gibt es ein Konzept des Guten. Ja? Es ist nicht so, da ist alles anders, sondern es gibt selbstverständlich x-beliebig viele geteilte universale Werte. Ja, das bestreitet auch keiner dabei, Trost ist auch nicht in China. Jetzt ist die Frage, wie verbinden wir das Wissen darum, dass es solche universale Werthorizonte gibt, mit den lokalen, spezifischen Bedingungen der menschlichen Lebensform. Ja? Und da lautet jetzt die Debatte, an der auch Xidong Zhang in New York ist daran beteiligt, nicht den Begriff des Universalisierens von oben und nicht des Universalismus einzuführen. Das heißt, Human Co-Becoming nennen wir das gerade in dieser Diskussion, das menschliche Werden der Selbstbestimmung, das die Grundlage der Ethik ist, ja, eben als etwas zu verstehen, was im Werden gemeinsam geschieht. So, darauf kann man sich ohne Schwierigkeiten im Diskurs einigen. Ja? Damit kommt man aus dieser Konfliktlinie, die man oft so wahrnimmt, also in meiner Erfahrung dialogisch schnell raus. Aber dieses Relationale, das ist ja bei euch beiden jetzt angeklungen, was auch sehr viel, also jetzt im gegenwärtigen Diskurs bei uns viel über Identitätsfragen diskutiert wird. Das scheint sich ja dann doch ein ganzes Stück weit eben mit der politischen Wirklichkeit in China, zumindest so wie wir sie hier wahrnehmen, zu brechen. Also die Vorstellung, dass da draußen, also Tianxia, also bei uns alles ist die Ordnung, aber da draußen ist die böse Unordnung und wir bewahren diese Ordnung eben nicht dadurch, dass wir Ambiguität und Pluralität zulassen. Oder ist das wiederum ein verzerrtes Bild, das wir hier haben? Oder in welchen Kreisen kann das denn offen diskutiert werden, ohne dass das in China direkt zu einem Politikum wird? Soll ich anfangen? Ja, gerne. Ich würde auch gerne was hören über den Begriff der Identität, weil im Japanischen gibt es den ja nicht. Da sagen sie Identity, also der Identitätsdiskurs, soziale Identitäten, lässt sich auf Japanisch nicht führen. Das wird als Fremdwort eingeführt. Ich weiß nicht, wie das in Putonghua gegenwärtig gelöst wird. Das würde mich auch interessieren. Ja, nee, also gibt es auf jeden Fall einen Begriff für. Also da ist eher so das Problem, dass jetzt eben diese Debatten, die man noch so, ich würde sagen, bis 2007, 2008 im akademischen Bereich relativ problemlos führen konnte, immer enger werden, diese Räume, wo man überhaupt diese Sachen kritisch hinterfragen kann. Mhm. Also es beginnt schon in der späten Ära Hu Jintao und hat sich unter Xi Jinping, vor allem mit dem sogenannten Dokument Nummer 9, ich weiß nicht, ob das jemand Begriff ist, 2013 erschienen, wo also relativ stark für den Bereich der Ideologie Bereiche festgelegt wurden, über die man nicht mehr öffentlich streiten darf. Und dazu zählt eben Demokratie, dazu zählt eben auch Wertepluralismus, dazu zählt auch etwas, was als historischer Nihilismus beschrieben wird. Das ist also alle nicht von der Partei sanktionierten Interpretationen der Geschichte. Und sobald man sich außerhalb
dieser Dinge bewegt, wird es eben gefährlich. Und das sorgt dafür, und da finden sich eben auch in der Anthologie einige Beispiele, dass es dann eben so einen ganz stark kulturrelativistischen Diskurs gibt. Ne? Dass also erst einmal darüber gesprochen wird, was der Westen zweifellos alles Böses gemacht hat, aber dann sozusagen die Schattenseiten der eigenen Geschichte sehr viel weniger oder gar nicht reflektiert werden und stattdessen eben chinesische Lösungen, chinesische Ansätze, alles irgendwie exzeptionalistisch dagegen gestellt wird. Und das sind dann häufig sehr, unbefriedigende Ansätze, auch für die chinesischen Kolleginnen und Kollegen, die sehr viel kritischer, sehr viel offener diese Fragen diskutieren könnten, wenn sie dürften. Es gibt eben, dazu gehört auch die Debatte über das Universale und so weiter, es gibt eben eine starke staatlich orchestrierte Intervention, oder sagen wir mal politisch, in das philosophische Denken, weil es interessanterweise anders als bei uns ein starkes Bewusstsein für die Macht der Ideen gibt. Ja? Also auch wenn Maos berühmter Text, On Contradiction, nicht der wichtigste Text vielleicht von Mao, jedenfalls aus philosophischer Sicht, geht ja los mit einer Verurteilung des deutschen Idealismus. Das ist überhaupt das Schlimmste, so geht das Ganze los. Weil das sei überhaupt mal zu verurteilen. Das ist der Eröffnungszug des Maoismus. Und dann, nicht klar, Marx, es kommt aber darauf an, die Welt zu verändern. Die Philosophen haben sie nur verschieden interpretiert. Das ist diese Story, die dann da aufkommt. Aber gleichzeitig weiß man im postmaoistischen China ganz genau um die Macht der Ideen. Ja? Viel mehr als bei uns. Das ist einer der Gründe, warum Philosophieinstitute gigantisch sind. Es gibt immer westliche Philosophie, da studiert man, was wir so denken, von Platon bis Habermas, und zwar sozusagen als intellektuelle Software des Feindes. Ja? Also nicht Habermas-Analyse, sondern wie ticken die Deutschen, dass die sich sowas anhören, frage ich mich auch. Aber und dann gibt es chinesische Philosophie, ja, und dann gibt es immer das marxistische Department. Ja, und das ist wahnsinnig im ist aufgebläht worden. Also in den letzten Jahren sind wahnsinnig viele Marxismus-Institute entstanden. Aber was meine Kollegen mir eben sagen, ist ganz gefährlich, Marx im Original zu lesen. Also das Kapital könnte man jetzt momentan auf Chinesisch nur in sehr stark redigierten Versionen lesen. Von unserer Partneruniversität in Nanjing. Die haben also 2017, 18 angefangen, marxistische Studienkreise zu machen und das Ganze dann auch, wie Mao eben sagte, man muss die Birne essen, um sie zu verdauen. Von daher sind sie nach Shenzhen gegangen, haben versucht, Gewerkschaften zu organisieren und sind natürlich alle verhaftet worden. Und es gibt wenig, wenn man so will, Subversiveres als Marx im Original dann zu lesen in China derzeit. Das ist genau die Konstellation. Und zwar eben im Bewusstsein um die Macht der Ideen. Und interessanterweise haben wir das Bewusstsein auch bei uns. Aber wir kultivieren das im liberalen demokratischen Rechtsstaat dadurch, dass wir die Ideen eigentlich frei laufen lassen. Ja? Also nicht der Habeck kommt dahin, schimpft einmal kurz auf den Sloterdijk, aber sie treten zusammen auf. Man lässt die Ideen frei laufen. Das ist unsere Taktik. Man darf nicht unterschätzen, das ist auch eine. Genau. Ja. Wenn ich nur noch mal ganz kurz einhaken darf, weil es gab diese Phase auch so etwa bis 87, 88 in China, dass also, wenn man so will, die Staatsführung und hinter der Staatsführung, also wir müssen uns jetzt nicht vorstellen, dass Xi Jinping oder Deng Xiaoping die großen Vordenker sind, die haben immer noch sehr kluge Leute im Hintergrund. Bei Xi Jinping und seinen zwei Vorgängern ist es ein Herr namens Wang Huning, der eben auch sehr breit gebildet ist und alle möglichen großen strategischen Vorüberlegungen macht. Aber so 87, 88 sind eigentlich so die letzten Debatten, wo sich diese Großideologen wirklich mit der akademischen Philosophie oder Soziologie dann noch berühren. Da gibt es eine große Debatte über den Begriff der Entfremdung und sozusagen kritischen Marxismus. Und da haben wir auch, ich glaube, das Kapitel 10 in dem Buch, so eine der letzten Reflexionen, wo es also wirklich noch zu einem Diskurs kam. Und dann kommt 1989, dann kommt Tiananmen und dann ist klar, die Macht hat gesprochen. Und von daher kommt von oben so eine Art relativ auf Konsens und Harmonie ausgelegte, im Chinesischen nennt man das dann oft eine ultrastabile Struktur. Die muss gar nicht so wahnsinnig kohärent sein, aber sie ist eben eine Sprachvorgabe, die verbindlich ist für alle. Und sobald die existiert, wird es eben sehr schwierig, an den Rändern davon irgendwas anderes zu sagen. Wenn wir da jetzt noch ein bisschen bei bleibender Situation, aber gleichzeitig auch das Tianxia ein bisschen in den Blick nehmen, so, und du hast es ja auch so schön nochmal betont, dass es eigentlich aus dem Rheinland bis nach China hinübergewandert ist. Die gegenwärtige Ideologie, Vorstellung oder Weltanschauung von Xi Jinping, die sich von den Mustern her vielleicht auch gar nicht so sehr von Wladimir Putin unterscheidet, ist meiner Auffassung nach, also
ein geschichtsspekulatives, also quasi sprich so hegelianisch, wenn du so willst, aber auch marxistisch in der Hinsicht, dass man glaubt, dass die Geschichte auf einem Zeitstrahl verläuft und man selber als Xi oder auch als Herr Putin eine ganz wichtige und entscheidende Rolle jetzt für das Wiedererstarken und das Wiederaufblühen dieses eigenen Landes, dem ja auch eine besondere Rolle, Tianxia, unter dem Himmel eben sozusagen zukommt. Ist das so eine Verbrämung oder so eine, wie soll ich sagen, also Folklorisierung oder fast schon Verballhornung dieses Geschichtsspekulativen, das ja auch im Endeffekt auch Fukuyama wieder salonfähig gemacht hat mit seiner Spekulation über den Sinn und Unsinn der Geschichte. Ja. Also es ist sicher so, dass wir philosophisch in der Postmoderne den Fehler gemacht haben zu denken, dass die fundamentale, richtige Werthaltung des Pluralismus, weil sie einfach das menschliche Werden spiegelt, Menschen sind in ihrem Wesen divers, dafür brauche ich keine Diversitätsbeauftragte, sondern das ist das Wesen des Menschen, in seiner Selbstbestimmung so auszusehen. Ja, der Pluralismus ist eine Tatsache des menschlichen Lebens, neuronal und wie auch immer begründet. Und jetzt ist dann eher die interessante Frage sozusagen, wie übertüncht man das? Und in der Postmoderne dachte man, jetzt sind wir angekommen, der liberale demokratische Rechtsstaat spiegelt im Grunde genommen eine bemerkenswerte Tatsache über den Menschen. Und dann haben wir die geisteswissenschaftlichen Plurale eingeführt. Dann gab es viele Globalisierung und Glokalisierung und alles wurde immer pluraler und die Geschichte verschwand und man wusste gar nicht, wo sie sein soll, weil es so viele Geschichten gibt. Und dann haben wir gesagt, so, die großen Narrative sind vorbei, Lyotard, und dachten, dann sind die auch vorbei. Im Schatten aber der philosophischen Gewissheit, es gibt ja gar nicht die Geschichte, sondern nur sehr viel, was getan wird und geschieht. Ja? Im Schatten dieser Wahrheit sind dann die großen Narrative entstanden. Die neue amerikanische Metaphysik, der Physikalismus, also die Idee, die Naturwissenschaften bis hin zur künstlichen Intelligenz können alle Probleme der Menschheit lösen. Ja, das ist die amerikanische Ideologie der Gegenwart, auch eine Geschichtsmetaphysik der allergrößten Größenordnung. Oder die europäische jüngere Geschichtsspekulation, die darin besteht, zu glauben, dass wir einen moralischen Auftrag haben. Ja, links und rechts sitzen die Schweine, haben uns in der Zange, die amerikanische Technometaphysik und auf der anderen Seite die aggressiven sino-russischen Übergriffe und wir müssen die Aufklärung retten. Ich glaube das ja auch, aber man muss trotzdem sehen, dass man, wenn man von außen drauf schaut, auch einen Verdacht aussprechen kann gegenüber unserer eigenen Ideologie. Ja, wir haben ja auch eine. Ja. Da sehe ich das aber auch, dass dann eben, wie gesagt, im Schatten dieser postmodernen Gewissheit sind neue Geschichtsmetaphysiken, große Narrative aufgeblüht. Deswegen haben wir dann diesen scheußlichen Putin-Diskurs. Wenn man sich das anhört, diese ganzen Reden, auch Xi Jinping, nicht, da muss man nur sehr gut Chinesisch können, um die 5 Stunden Parteirede genießen zu dürfen, dann ist das ja nicht, das klingt ja fast vernünftig so, ja, irgendwie ist der Pluralismus ja auch wild geworden und so weiter. Aber die Wahrheit ist natürlich, Iskander-Raketen auf Kindergärten, Staudämme sprengen und so weiter. Ja? Also deswegen würde ich sagen, eine interessante Frage, Daniel Lese kann dazu bestimmt viel sagen, auch gerade wegen der Anthologie für China, was ist eigentlich in der chinesischen politischen, hochkomplexen Wirklichkeit, es gibt ja mehr Mitglieder der Kommunistischen Partei Chinas als deutsche Menschen. Ja? Sind hier die Zahlenverhältnisse, über die wir reden, circa 90 Millionen Mitglieder der Partei, nicht? Das sind also viele. Und wenn man das in Rechnung stellt, glaube ich, dann muss man sich fragen, nicht, was ist eigentlich der Zusammenhang in China zwischen diesem ideologischen, auch geschichtsphilosophischen Geraune und der politischen Wirklichkeit? Das weiß ich gar nicht, wie man darüber nachdenken sollte, vernünftig. Du bist ja Historiker. Also. Ja, vielleicht hake ich da ganz kurz ein und vielleicht nur ein ganz amüsantes Detail. Also Xi Jinping hatte auch keine Lust mehr auf 5 Stunden Reden. Die gibt es noch in der schriftlichen Version. Er hatte nur noch 2,5 Stunden gehalten. Ah, genau. Okay. Genau. Ja, die Aufmerksamkeitsspanne sinkt auch da. Der neue TED Talk. Xi Jinping ist auch nicht der tonsicherste im Chinesischen. Der vertut sich da immer wieder mal. Echt? Und, wenn man seine Originalreden sieht, sind immer diakritische Zeichen. Ach, wie ich? Bei den schwierigen. Genau. Aber zurück zur Frage. Also ich glaube, der Punkt, den du gerade gebracht hast, ist ein ganz wichtiger. Es gibt
ganz wenig reden. Also wenn wir über Mao reden, der hat ja die Kulturrevolution gemacht, da sind wahnsinnig viele interne Dokumente nach draußen gekommen. Deswegen wissen wir da sehr viel mehr, wie in der Partei diskutiert wurde, als wir das heute wissen. Es gab in den, ich glaube, Jahren 2012, 2013 noch ein paar einzelne Reden, die durchgestochen sind von sehr mutigen Journalistinnen, die dafür dann auch ins Gefängnis gewandert sind. Und eine der letzten davon von 2013 ist eben eine ganz große Rede über Ideologie. Und da sieht man ganz deutlich, woher überhaupt dieses geschichtsphilosophische Geraune kommt, dass er also sagt, die Leute also in der Partei glauben nicht mehr an den Marxismus. Die glauben an Geld, die schicken ihre Familien nach Kanada und bringen ihr Geld in Sicherheit. Aber letztendlich ist das für die wie eine Art Fetisch, der sie aber als solches nicht mehr interessiert, was verloren gegangen ist. Und dann kommen also so ja, zivilreligiöse Begriffe, ist der Glaube. Und deswegen kommt also hier dann das Argument, wenn wir es irgendwie schaffen wollen, die kommunistische Partei beisammenzuhalten, brauchen wir in irgendeiner Form einen Überbau, der das zusammenhält. Und das kann der Marxismus alleine nicht mehr stiften, auch nicht in sinisierter Form, sondern wir brauchen da eben das nationale Wiedererstarken. Das ist also die ganz große Erzählung, die eben bis 20, also dann in 200 Jahreszielen gerechnet wird. Die erste ist 2021 erreicht worden, eine Gesellschaft bescheidenen Wohlstands. Und dann bis 2049 das zweite ganz große Ziel, das ist ja immer häufig in den Debatten über Europa dann die Diskussion, wir haben keine Fernziele oder keine großen Erzählungen mehr. Das ist was, was die chinesische Propagandaabteilung sehr gut kann. Also sehr lange Zeithorizonte mit sehr schwammigen und großen Plänen. Und in diesem Kontext würde ich sagen, ist dann also Geschichte wirklich zum ganz entscheidenden Begründungsmoment geworden. Da habe ich einen sehr langen Text in der Anthologie, der längste ist fast 50 Seiten, aber ich finde ihn so wichtig, dass wir den drin haben von Jiang Shugong, ist ein sehr renommierter Jurist an der Peking-Universität, der meines Erachtens darin die beste Begründung für die gegenwärtige chinesische Politik liefert, wo er also sagt, es kann also nicht sein, dass wir uns jetzt hier auch in Richtung eines rationalen Modells entwickeln, dass also jede Vorgängergeneration in irgendeiner Form Einfluss auf die nächste hat, dass wir so Generationswechsel haben, sondern letztendlich brauchen wir ein charismatisches Element in der Politik. Und dieses charismatische Element ist für Xi Jinping, der hat jetzt keinen Staat gegründet, der hat keine Revolution gewonnen. Das war also erstmal nicht so schnell zu beschaffen. Deswegen gilt dann also die Antikorruptionskampagne und der Konflikt mit den USA sind dann so die identitätsstiftenden Momente hier, dass also dieser charismatische Moment hineinkommt. Und das sind dann schon Bereiche, wo es auch gefährlicher wird. Können wir sicher nachher auch nochmal Taiwan oder sonst was drüber diskutieren, weil dann natürlich sich persönliches Schicksal mit nationalem Schicksal verbindet. Ja, das ist den Begriff der Nation oder das Nationale oder Nationalismus ja genannt und glaube, bei dir kam es auch schon vor. Das ist ja auch so ein Ding, das überall auf der Welt unfröhliche Urstände feiert. Also auch in der chinesischen Propaganda ist sozusagen, also ohne Nationalismus nicht viel los. Dieses Tianxia ist ja nun auch als ein politisches Muster ja entweder nationalistisch zu interpretieren, wie es in der Vergangenheit ja oft sozusagen, also immer kontrovers auch diskutiert, was ist eigentlich China, wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu, und das ging dann über die Jahrhunderte der Expansion, auch übrigens vielleicht so ein Narrativ, das nicht stimmt, wenn China sagt, wir waren ja nie kolonial und imperial, also auch das kann man durchaus, sagen wir mal, reflektieren. Aber interessant ist ja auch, dass es zu diesem nationalistisch betrachteten unter dem Himmel, da wo wir sind, ist die Mitte, ja auch ein kosmopolitisches gibt. Also zu sagen, wir weiten den Himmel so weit, wie er eben reicht, nämlich über alle Völker. Also und so interessanterweise, weil man China ja auch meiner Auffassung immer so sein will wie Amerika, hat man also quasi auch da gespiegelt, in Amerika diesen hässlichen Nationalismus, nur wir für uns. Und zur selben Zeit existiert aber auch in Amerika diese Erzählung, dass sozusagen alle hier willkommen seien. Ne? Wie ist denn da das Verhältnis jetzt gerade in China zwischen jenen, die dieses nationalistische Wir sind mir verfolgen und jene, die sagen, Mensch, der Himmel ist weit. Also das ist natürlich auch eine Spannung in den Personen. Ja? Also dadurch, dass wir nicht unterschätzen müssen, dass das Alltagsleben in China eben das unter einer ganz gewöhnlichen Diktatur ist. Ja? Also so, was man sich unter Diktatur vorstellt, ist da auch der Fall. Und das bedeutet natürlich, dass man mentale Module in sich selbst erzeugen muss, ja, Abspaltungen und dann nicht die, wenn man die Intellektuellen trifft, auf den internationalen Plattformen, auch die reisen in Gruppen, auch da gibt es sozusagen Methoden der Einschränkung, die sind nicht, die Leine ist länger dann, aber die sind auch an einer Leine auf eine Weise, in der wir das eben nicht sind. Und deswegen, glaube ich, haben die auch zwei Seiten. Die reden einerseits so eine kosmopolitische Sprache, die hat aber dann immer ein strategisches Element.
Ja? Man verbrüdert sich mit den Afrikanern im postkolonialen Diskurs, der, darüber müssten wir auch noch reden, stark von China mitfinanziert wird. Also dieses, alle Europäer sind böse wegen des Kolonialismus und bla, das wird eben auch sehr stark von China gefördert. Ja? Und darüber gibt es dann immer so einen fadenscheinigen Kosmopolitismus, der eben nur so weit reicht wie bestimmte Interessen. So. Es gibt aber diesen Diskurs, der dann so ganz weltoffen und ganz umarmend und Tianxia auftritt und alles hängt doch mit allem zusammen und es ist so relational. Und dann macht man aber direkt einen scharfen Unterschied und sagt, alles ist relational. Und dann gibt es das böse Andere, der Westen mit seinem Individualismus. Wenn alles rational ist, dann müsste es auch eine Beziehung geben zwischen dem Relationalen und dem Individualistischen. Gibt es die nicht, hat man ja das Relationale selber als Individuum atomisiert. Das ist ein grober Widerspruch. Und wenn man mal Marx gelesen hat, hätte man das Wort Dialektik gehört und wüsste, dass man sich eben widersprochen hat. Ja? Aber so ist das aufgebaut. Und ich glaube, da sieht man, diese verschiedenen Module. Ja? Und ich glaube auch, das ist ja auch gefährlich, als chinesischer Intellektueller sich zu positionieren, außerhalb von teils unklaren und teils sehr klar diktierten Vorgaben. Wenn ich da ganz kurz einhaken darf, weil das, weil du auch sagtest, Kolonialismus. Xi Jinping selber wird also nicht müde zu betonen, dass alles, was sozusagen becoming ist, westliche Werte seien, die nun halt vielleicht im christlichen Abendland funktionieren, aber halt leider nicht in China, weil da gibt es halt Sozialismus mit chinesischen Vorzeichen. Also wird quasi fast ein biologisches Argument aufgemacht, warum die Chinesen gar nicht in der Lage seien, so diese Werte zu leben. Übrigens, deswegen ist auch, weil du sagst, Taiwan, glaube ich, auch das Schlimmste an Taiwan für Xi Jinping, dass da eben 23 Millionen Han-Chinesen rumturnen, die halt also liberale Demokratie und damit eben so Alternative vielleicht spiegeln. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist die Behauptung, dass es eben keine universellen Werte und keine Menschenrechte gibt, wird meines Erachtens mit diesem Antikolonialismus verquickt. Richtig. Da ist aber ja wieder der nächste Widerspruch. Ja? Also, wenn ich sage, zu Recht, Kolonialismus, Imperialismus, Sklaverei sind moralisch verwerflich. Das ist ein wahrer Satz. Ja? Ich habe kein Bedürfnis, erfreulicherweise in meinem Leben je gehabt, die Wahrheit dieses Satzes in Frage zu stellen. Nun, ist dieser Satz ein universal gültiger Satz oder ein lokal gültiger Satz? Wäre er bloß lokal gültig, hätte der Vertreter des Kolonialismus, könnte einfach sagen, na wunderbar, ist doch eine Begründung des Kolonialismus. Ja? Dann wäre der koloniale Akt lediglich ein Machtakt neben dem Machtakt des Postkolonialen. Dann würde ich mir das nicht gefallen lassen. Ja? Also wenn, dann würde ich sagen, nee, dann spiele ich jetzt endlich mal die Karte des weißen Mannes. Erstens gehöre ich zu einer krassen Minderheit auf Planet Erde, weiße Männer, krasse Minderheit und so weiter. Und nicht. Warum spiele ich so eine Unsinnskarte nicht, sondern die universalistische? Weil es ein universal gültiger Satz ist, dass der Kolonialismus verwerflich ist. Ja, daran sieht man schon, dass der postkoloniale Diskurs dort, wo er sowas behauptet wie Aufklärung und das Universale sind, deswegen wird ja auch nicht gesagt, sind immer Strategien der Unterwerfung, sondern wird gesagt, sind versteckte Strategien unter der Werfung. Dann kommt der richtige Hinweis, dass Kant Rassist war. Ja, Kant war Rassist, furchtbarer Rassist. Hobbes, Locke waren im Sklavenhandel beteiligt. Stimmt ja alles, aber das war halt falsch. Ja, es war der Universalismus hätte auch Kant beibringen müssen, dass er nicht Rassist war, war aber Rassist. Ja, so. Das heißt, nicht dieses Standardmanöver, das mit dem Post- und Dekolonialen heute verbunden ist, ist einfach völlig inkohärenter Unsinn. Und wie ist dein Befund zu diesem Tianxia und auch diesem Kontext des Universellen, das in diesem Tianxia auch verkörpert sein kann? Ja, also da ist es ganz interessant, auch nochmal das Buch zu lesen von Zhaoting Yang, der jetzt heute leider nicht da sein kann, der also eigentlich den, wie ich vorhin schon angedeutet habe, den Überbau für die sogenannte harmonische Gesellschaft liefern sollte. Also für Hu Jintao, für den Vorgänger von Xi Jinping. Und von daher, also er bemüht sich an sehr vielen Stellen eben ganz kosmopolitisch und ganz über diesen handchinesischen Nationalstaat oder das Imperium hinauszudenken. Und ich glaube aber, der Hinweis, den du gerade gebracht hast, ist ganz wichtig, dass man also schaut, in welchen Kontexten sprechen die Leute. Und ich wäre mir nicht sicher gewesen, was Zhaoting Yang heute überhaupt hätte sagen können oder wollen. Genau. Denn die Räume des Sagbaren sind sehr viel enger.
enger geworden. Und man sieht das also in der Anthologie in den ersten zwei Stücken. Das sind von zwei Shanghaier sehr berühmten Historikern, 2017 erschienen im Chinesischen, die also sich ganz mühselig da durchlavieren. Die also im ersten Text wird eben auch klar gesagt, China war früher eine koloniale Macht. Es gibt keine Möglichkeit, drum herum zu reden, aber dann immer noch so alle möglichen Formen von Hedging betreiben muss, damit er eben nicht in die Kritik kommt. Also von daher ist ein ganz mühseliger Drahtseilakt und es kann eben auch schief gehen, wenn man eben zu weit geht und um auf die und man weiß eben nie, wo die Grenze ist. Das ist ja auch so ein typisches Phänomen von Diktaturen, dass es keine klaren Sprachregelungen gibt. Also die gibt es zwar intern für die Journalisten zum Beispiel, die wissen, was sie nicht mehr schreiben dürfen oder sollen, aber für die Akademiker ist es ganz schwer zu sagen, wann überschreite ich diese rote Linie und dann kommt man eben in so einen Angstraum, dass man also gar nicht mehr weiß, ja, was kann ich sagen, und man beginnt sich ständig selbst zu zensieren. Und es gibt ein paar sehr, sehr mutige Stimmen in der Anthologie, Kapitel 5, über die Frage, was ist Patriotismus, also auch zu der, der Idee, die wir gerade eben diskutiert haben, einfach die Frage, ist sozusagen mein Land zu lieben das gleiche wie die Regierung zu lieben? Ne? Und da sagt der Autor ganz klar nein. Und oder der letzte, da geht es darum, dass das aus der Corona-Pandemie von Xu Zhangrun, sehr, sehr mutiger Text, der für diesen Text dann eben seine Professur verloren hat an der Tsinghua-Universität, der seitdem unter Hausarrest steht. Und das sind dann also die Beispiele, die den anderen Akademikern sagen, also diese Linie solltest du nicht überschreiten. Ja, und von daher, solche Exempel werden ja, statuiert. Aber nochmal zurück vielleicht zu diesem Tianjia-Diskurs. Bei Xi Jinping kann man den immer wieder mal aufblitzen sehen. Ja, also er kommt hier und da mal dran, aber eigentlich sein großes Konzept ist das der Schicksalsgemeinschaft der Menschheit. Ja, das ist viel größer und ja, bezieht also jetzt dieses Tianjia zwar so ein bisschen mit ein, aber es ist eigentlich eins, ja, der Geworfenheit. Wir sind in dieser Situation, wir müssen irgendwie miteinander auskommen, aber es ist viel weniger konfuzianisch, als es das Tianjia-Konzept vielleicht suggeriert. Und weil du das gerade angesprochen hast, auch über die Freiheitsräume, die immer kleiner werden, wir haben ja auch jetzt Hongkong auch schon mal genannt und so, wie wird denn, und die Corona-Pandemie, wie wird denn überhaupt Dissens oder Kritik reflektiert? In diesen Zirkeln. Also da, wo das nicht mehr möglich ist, muss es ja trotzdem eine Sprache dafür geben oder eine Reflexion darüber. Ja. Also ein Merkmal, wenn wir jetzt sehr weit zurückgehen und uns fragen sozusagen, in welchem Sinne könnte man einen interessanten Unterschied sehen zwischen den vielen chinesischen Traditionen des politisch-philosophischen Nachdenkens und den nicht, nennen wir sie jetzt europäischen for lack of a better word, ja? Was halt so ungefähr in Griechenland beginnt und dann folgt und eben auch vielfältig ist. Ja? Und dann wird man, glaube ich, sagen, was mir immer auffiel, wenn ich in die Texte gegangen bin, ich habe in Heidelberg mal in einem Exzellenzcluster mit Rudolf Wagner, einem Sinologen, viel Laozi gemacht und diese Dinge, also die ja auch wichtig sind, neben Konfuzius, die daoistische Tradition. Und wenn man da so reinschaut, ist ein spannendes Merkmal, also neben dem, was ich gesagt habe mit dem Werden und so weiter, dass nie eine Trennung vollzogen wird, nur bei ganz wenigen, ja, also kein Hauptstrom ist, zwischen dem Politischen und dem Logischen. Ja, und das ist auch bei Zhao Tingyang so. Ja, dort, wo es gibt dann so Passagen, die lesen sich ganz philosophisch argumentativ, da geht es um philosophische Fragen, wie hängen die Dinge in der Wirklichkeit zusammen? Und diese Fragen sind immer sehr schnell vermischt mit politischen Fragen. Ja? Deswegen kann man das Tao Te Ching einerseits lesen als reines politisches Machttraktat, Machiavelli, wie herrscht der Kaiser über die 10.000 Dinge oder wie schafft es Olaf Scholz nicht abgewählt zu werden? Ja? Darum geht es dann in dem Buch. Das ist dann der eine gegen die 10.000, also eine wichtige Grundfrage der chinesisch-politischen Philosophie. Ja? Warum bringen die den nicht um, den Kaiser? So, und dann muss die Antwort darauf sein, dass sozusagen die politische Theorie ist genau eine Antwort auf die Frage, wie Macht möglich ist in so einem Gefälle. Ja? Eine tolle Frage übrigens, und die findet man als Gedankenexperiment dann nicht in derselben Weise etwa in den modernen europäischen Traditionen. Da kann man viel lernen. Aber eben immer eine Verzahnung der ontologischen, also der philosophischen Fragestellung mit dem politischen. Und das ist, glaube ich, nie ganz getrennt worden, oder es gibt sicher auch Logik in China, schon klar, aber und vor allen Dingen in dem buddhistischen Kanon, aber das ist ein Merkmal und das ist heute noch mehr so. Und wir haben dasselbe Problem nicht philosophisch. Sie können völlig ohne Schwierigkeiten reine philosophische Theorie betreiben, ohne dass irgendwie
Olaf Scholz das auf den Schreibtisch bekommt und was? Das erforschen die in der mathematischen Logik in Freiburg. Wir müssen was tun. Ja, so, und das ist in China, glaube ich, nicht so. Also wie gesagt, gerade Philosophie ist so politiknah, dass man eigentlich immer um seine Haut fürchten muss, wenn man ein Manöver in ihr ausführt. Das ist meine Wahrnehmung. Ich weiß nicht, ob das adäquat ist. Aber ja, also ich würde sagen, für die Gegenwart würde ich dem voll zustimmen. Ja, für die 80er Jahre ist es ein bisschen anders. Da war es sicherlich noch ein bisschen freier. Aber es ist natürlich eine der ganz großen Fragen. Damit kommen wir in so ganz tiefes Gewässer so langsam. Die Frage, gibt es überhaupt transzendentales Philosophieren oder Denken in China? Oder gibt es sowas wie immanente Transzendenz in China? Und da könnten wir jetzt sicherlich noch einiges weiter zu diskutieren. Und ich glaube, also gerade wenn man auf die Dissidentenströmungen schaut, kann man sehen, dass es eben doch immer wieder mal Möglichkeiten gab, auch die Politik in Frage zu stellen. Und wenn wir jetzt in der Gegenwart bleiben, nochmal zurück auf deine Frage, also in welcher Form äußert sich dann eben auch solche Kritik? Und eins, was du ganz schön angedeutet hast, war eben die Kommentierung von alten Texten. Ne? Also, dass man das versteckt in einem Kommentar zum Beispiel zum Laozi. Das wäre jetzt, würde mir einfallen, Laozi 57 zum Beispiel. Das ist dann so eine Passage, die jetzt kritische Denker so lesen würden, zum Beispiel mit Hayek in Verbindung, dass man eigentlich Selbstregulierung braucht, ne? Und dass also eigentlich ein Monarch oder sowas gar nicht notwendig ist, sondern sich die Gesellschaft selbst organisierte. Ne? Das heißt, eine Möglichkeit wäre das Verstecken in alten Kommentartraditionen. Ja, eine andere Möglichkeit ist, dass man einfach nur noch in sehr kleinen Räumen privat spricht. Also ich merke, ich kann mit meinen chinesischen Kolleginnen und Kollegen über E-Mail nichts mehr, was über, sagen wir mal, Gesundheitswünsche oder sowas hinausgeht, noch wirklich kritisch diskutieren. Das geht nicht mehr. Und von daher ist also dieser Raum sehr, sehr klein geworden. Und ja, soweit ich das also höre, ist das also wirklich bis hinein in die Fakultäten so, dass man da also ständig nicht mehr genau weiß, wer berichtet noch über wen. Also es geht bis in meinen Hörsaal in Freiburg, ne? Also dass Sachen, die wir dort diskutieren, weitergetragen werden, über welche Kanäle auch immer. Und dann entsprechend, sagen wir mal, wenn sich eine Studentin aus China kritisch in meinem Kurs äußert, dann werden ihre Eltern unter Druck gesetzt, ne? Also es gibt da ganz furchtbare Längsschnitte mittlerweile, die also wirklich bis von Freiburg bis nach Peking oder sonst wo reichen. Und da müssen wir eben als Lehrende uns auch ständig überlegen, wie unterrichte ich jetzt überhaupt noch? Denn das kritische Denken ist da. Also es ist nicht so, dass die Chinesen Happy Slaves wären oder sowas, ne? Sondern die sind meistens, also ich habe Ende der 90er in China studiert und ich war wie weggeblasen davon, wie sich die Leute auf einmal hingestellt haben, ihre Lehrer in Frage gestellt haben, aus dem Stegreif wahnsinnig kritisch rhetorisch argumentiert haben. Das hat mich dann so von der Geschichte in die Sinologie rüber manövriert. Und all diese Dinge sind heute mit den Kameras in den Lehrhörsälen und sowas kaum noch denkbar. Also was mir ganz wichtig ist hier also mit rüberzubringen, ist, dass wir also nicht irgendwie die Partei mit China als solchem gleichsetzen, sondern dass wir also ganz klar erkennen, es gibt jede Menge kritische Geister und auch in der Anthologie haben wir eben eine ganze Reihe davon abgebildet. Und vielleicht nochmal ein letzter Punkt hier zur Frage der universellen Werte zurück. Da gab es eine ganz starke Bewegung, gerade so 2008 bis 2010, die sogenannte Weizhuan-Bewegung, die gesagt haben, wir haben doch eigentlich eine ganz schöne Verfassung, warum nehmen wir die nicht mal ernst? Und versuchen mal, die Werte, die da drin stehen, entsprechend auch einzuklagen. Und das hat sich dann eben von Journalisten und Akademikern sehr weit ausgebreitet und die wurden sehr, sehr hart unterdrückt, weil das eben eine Form von Bürgergesellschaft entwickelt hat, die eben diesem ganz patriarchalischen Denken, das eben von Xi Jinping forciert wird, entgegensteht. Du hast ja auch ein Kapitel, wenn ich es richtig verstanden habe, das Zukunft zum Thema hat und angesichts des Befundes, den wir jetzt hier gerade da ausrollen, die Frage, wie sehen denn die Menschen in China, die ihr lest und die ihr trefft, ihre Zukunft? Denn das, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber das ist jetzt nicht besonders erquickend, wenn man das hört. Ne? Da fragt man sich, wie geht das in der Zukunft weiter? Ne? Übrigens auch, weil du das sagst, es gibt 1,4 Milliarden Chinesinnen und Chinesen, aber nur 90 Millionen oder paar 90 Millionen Parteimitglieder. Also auch das ist ja eine Frage des Gefälles. Ne? Das haben wir sicherlich im Nachgang zu Nazi-Deutschland auch diskutiert. Wie viele Parteimitglieder gab es und wie haben die es geschafft, sozusagen eine ganze Gesellschaft unter Kontrolle zu haben? Das ist jetzt mehr als eine Frage. Aber wie wird denn die Zukunft, wie sehen denn die Menschen, mit denen ihr zu tun habt, die Zukunft Chinas? Also einerseits beobachte ich, was interessant ist, natürlich eine Abwesenheit des bei uns verbreiteten apokalyptischen Denkens. Ja? Wir haben ja, die Corona-Pandemie hat das dann spürbar gemacht, also als soziales Phänomen und als Gesundheitsphänomen, aber auch unabhängig von ihr, aber die Corona, das hat das halt extrem verstärkt, den Eindruck dessen, was Hans-Ulrich Gumbrecht in Stanford immer nennt, eine breite Gegenwart.
die Zukunft ist nichts mehr, was auf uns zukommt, sondern nur noch Zerstörung, Ende der Welt, bald ist vorbei. Klima, man kann nirgends mehr leben, Wüste, genießen Sie noch einen grünen Sommer, nächste Woche gibt es keinen und so weiter. Das heißt, wir haben diesen apokalyptischen Eindruck. Ja? Wir können nur noch im Ende der Welt denken. Das ist eigentlich gerade unser Denkformat. Ja? Dann kommt der Atomkrieg und wenn der nicht kommt, dann überfällt China Taiwan und dann wird es schlimm. Das heißt, wir warten immer auf das Ereignis, das dann das schlimmste Ereignis ist. Ja? Und wir glauben, wir leben im Zeitalter miteinander verschachtelter Krisen und das wird alles immer nur schlimmer und wer weiß, was noch kommt. Das ist gerade unser Zukunftsbild. Und das war meine Wahrnehmung, gibt es in China wiederum nicht. Mhm. Ja? Da gibt es eine, wenn überhaupt, auch neben dem Thema Diktatur, was ein sicher bedrückendes ist, ein reales Problem der Menschen, ja? Was gefühlt dann größeres ist als Klimawandel, gibt es dann eben auch einen gewissen Optimismus, trotz allem. Ja? Es gibt dann auch ein Hoffen. Vielleicht ist es so, dass wir dann die große Macht sind. Ja? Und man hat ja auch Aufschwung erlebt, viele der heute Lebenden, wenn die zurückschauen, 30 Jahre, könnten ja auch darauf hoffen. Es gibt aber eben auch sehr viel Kritik. Ja? Also wenn ich unter sicheren Bedingungen mit chinesischen Studierenden spreche, die bei mir sind, sagen die auch sowas wie, dass eigentlich Xi Jinping jetzt bei der großen Wiederwahl die Wahl hatte zwischen einem schnellen Umstellen auf eine völlig überraschende liberale Corona-Politik oder dem Überfall auf Taiwan. Das waren so die Diagnosen, die ich gehört habe. Ja? Und dann kam Ersteres. Ja? Aber er brauchte irgendwas. Und die sagten, dass er und so weiter. Aber es gibt so einen Optimismus dann gleichzeitig auch. Also dieses Gefühl, zu einer unvorstellbar großen Macht zu gehören, ist, glaube ich, dann Teil des Trostes, den das Ganze hat, als psychologischer Ausgleichsmechanismus. Sehr oberflächliche Beschreibung, aber allenfalls möchte ich nur festhalten, und das ist zumindest interessant, als Alternative zu unserem eigenen Erleben, nur um zu sehen, dass unser Erleben auch nicht alternativlos ist. Nicht alle Menschen, die heute leben, glauben, dass die Welt bald vorbei ist. Das ist eine relativ deutsche Stimmung. Ja. Wenn ich vielleicht direkt anschließen darf, also mein Eindruck wäre auch, dass eben über lange Jahre sozusagen die materielle Besserstellung, also wir müssen uns ja vorstellen, zwischen 1980 und 2000, dann nochmal 2000 bis 2020 hat sich jeweils das durchschnittliche Einkommen vervierfacht. Ne? Und das ist schon ordentlich. Ne? Und also wenn man sieht, wie sich der Lebensstandard der meisten Menschen verbessert hat in diesem Zeitraum, das ist eine Form von, was man eben dann in der Wissenschaft gerne Output-Legitimität nennt, die sehr lange getragen hat. Und zwar schon aber jetzt in den letzten 10 Jahren deutlich, das wird nicht so ewig weitergehen, also diese Form von Wirtschaftswachstum. Und von daher ist eben eine der strategischen Überlegungen der Partei gewesen, ganz stark auf Geschichte, auf Nationalbewusstsein, auf Patriotismus zu setzen, um eben dem absehbaren Absinken eben dieser Wachstumsraten entgegenzuarbeiten. Und mein Eindruck jetzt, das ist jetzt rein anekdotisch, ich kann das nicht durch irgendwelche Zahlen widerspiegeln, ist, dass Corona und, also ich kenne so viele Familien, in denen wirklich Menschen gestorben sind, die das aber nicht abbilden durften und wo dann der Leichnam noch eine Woche zu Hause sein musste und alles Mögliche. Also dass da im Zuge eben mit der wachsenden gerade Jugendarbeitslosigkeit, vor allem auch auf dem Land, dass das langsam zu einem, ja, würde ich mal sagen, einem Abschwächen dieser positiven Wahrnehmung führt und einem zunehmenden auch Krisengefühl. Aber das ist eine relativ junge Entwicklung der letzten 2-3 Jahre, meines Eindrucks nach. Spannend, ja. Ich bin oft in Taiwan und war, bevor also es noch möglich war, in Hongkong sehr häufig, da habe ich einmal auch den taiwanesischen Außenminister getroffen und nach deren Verfassung wäre eine Wiedervereinigung mit dem chinesischen Festland, das ja im Bürgerkrieg verloren ging, ja durchaus noch ein Verfassungsziel. Und da frage ich ihn, ja, Herr Außenminister, wie sieht denn das aus mit China? So, das passt ja jetzt doch gar nicht mehr zusammen. Und da sagt er doch glatt zu mir, das machen wir, wenn China eine Demokratie ist. So viel zum Thema Optimismus. Ne? Also da ist, also bist du also umringt, bist an die Zähne bewaffnete Armee, aber du hast trotzdem noch die Hoffnung, dass da was überschwappt. Aber gibt es denn so eine Hoffnung, so ein Pflänzchen, ein kleines Senfkorn in den Gesprächen, die ihr führt, in dem, was zwischen den Zeilen steht oder im Laozi 79 ganz unten. Gibt es da was Mut macht? Also wenn ich anfangen darf, ja, bitte. Genau, würde ich sagen, also die Menschen machen mir immer Mut. Ne? Also einfach die vielen wahnsinnig klugen Chinesinnen und Chinesen machen mir Mut. Aber andererseits muss man auch realistisch sehen, ich schreibe das auch irgendwo in dem Buch,
so eine starke Dynastie, wenn wir das also vergleichen, die jetzige mit den letzten zwei, dann reden wir hier vielleicht vom Jahr 2200 oder sowas. Also es sind lange Horizonte, auf die man sich ja möglicherweise einstellen muss, denn also die Wahrnehmung, die meine meisten chinesischen Freunde oder Kollegen haben, ist das 2018, also das Ende dieses Verfassungszusatzes, dass der chinesische Staatsvorsitzende nicht mehr als zwei Amtszeiten haben darf und damit eben ja kein Ende der Xi-Zeit mehr abzusehen war. Das war für viele sozusagen ein Punkt, wo sie teilweise in eine innere Emigration gewechselt haben, weil jetzt also ganz klar, völlig unklar ist, bis wohin sich das mal durchzieht. Also von daher, ich würde einfach davon ausgehen, dass man in der heutigen Zeit nicht mehr China nach den Methoden des Maoismus regieren kann. Es ist eine andere Bevölkerung, es ist ein völlig anderer Erfahrungshorizont. Das ist machttaktisch verständlich, aber ich glaube, es ist nicht dauerhaft ohne großen Zwang möglich. Xi Jinping hatte ja vor, die jetzt arbeitslose Jugend wieder aufs Land zu verschicken, das altes Mao-Rezept, ich meine. Ja, auf dem Land sind 50% ohnehin schon arbeitslos, ne? Also ich weiß nicht so genau, wo er die ja hinschicken will. Ja. Ich wünschte mir, dass man noch irgendeine Art Automatismus finden könnte in der menschlichen Natur, der irgendwie das, was wir mit Demokratie verbinden, irgendwo anders automatisch fördert. Fürchte aber, dass es den nicht gibt. Also ich glaube, dass was wir, wenn wir über Demokratie reden, als Wert mit ihr verbinden, nicht wenn wir unter Demokratie einfach nur verstehen, eine Reihe von Verfahren, Landtagswahlen und so weiter, ja, dann werden schon unsere Schweizer Freunde sagen, davon haben die Deutschen eigentlich fast nichts. Ja? Also aus Schweizer Perspektive, wenn man demokratieverfahrenstheoretisch denkt, ist schon Deutschland sehr ein fragwürdiges Gebilde. Das ist ja auch spannend. Aber wir haben natürlich lauter demokratische Verfahren. Und wenn man jetzt nur diese Verfahren sich anschaut, über deren Existenz ich persönlich sehr glücklich bin, ist das natürlich als solches noch nichts, wo man sagen könnte, die Menschheit strebt zu diesen Verfahren. Ja? Wenn müsste es etwas anderes sein, natürlich, was wir an der Demokratie wertschätzen, von dem wir dann eben die Hoffnung auch bei anderen Menschen sehen. Und das ist mindestens ein angstfreier, sozusagen nicht mittelalterlicher mentaler Zustand. Ja? Dieses Texte kommentieren, das wir eben hatten, ja, ist ja auch bekannt aus unseren Traditionen. Das gesamte sogenannte Mittelalter, philosophische Mittelalter, also Köln, hatte da auch diesen Zug, dass man die Dinge nur kommentieren durfte und Sachen verstecken. Das ist ja leider nicht auch welthistorisch verbreitet. Und die Frage ist, ob die Existenz freier Gesellschaften, in denen das nicht so ist, in denen man nicht im Wesentlichen immer ein Angstmodul braucht, schon als Bürger dieses Staates, ob irgendwie das noch ein Attraktor ist global. Da müssen wir natürlich abwarten, was in den USA vor allen Dingen geschieht. Ja. Sicher wird China nicht sozusagen nochmal in Richtung politischer Freiheit kippen, wenn die USA kippen sollte. Und das sieht ja im Moment nicht gut aus. Also die Longue Durée ist ja auch da keine schöne im Moment. Ja. Die Dinge, die wir jetzt diskutieren, was ich wöchentlich aus den USA höre, ist ja beängstigend. Ja? Also nicht alles, was gerade und wie schnell zurückgedreht wird. Davon, glaube ich, hängt sehr viel ab. So, was ist der Attraktor? Was haben freie Gesellschaften anzubieten, außer die Rhetorik der freien Gesellschaft? Das müssen wir uns fragen, wenn wir in diesem Wettbewerb gewinnen wollen. Genau, und wenn ich da nochmal direkt anschließen darf, also man darf eben auch nicht unterschätzen, wie genau das beobachtet wird von chinesischer Seite aus unterschiedlichsten Motiven. Und eine der interessantesten Persönlichkeiten, die man sich da eben anschauen kann, ist der große Chefideologe hinter Xi Jinping, Wang Huning, der eben schon 1988, 89 viele Monate in den USA verbracht hat und versucht hat, so eine Art Buch wie Tocqueville zu schreiben. Ne? Und also alles Mögliche sich angeschaut hat und schon relativ deutlich eben die jetzt zutage tretende Spaltung prognostiziert hat. Das Buch erscheint 1991 und eine ganze Reihe von relativ klugen Überlegungen sich darin gemacht hat. Also diese Dinge kann man natürlich aufnehmen, die werden dann auch in Form von Weißbüchern zum Beispiel publiziert, aber es hat immer eben ganz starken Geschmack von Whataboutism. Ne? Also es ist immer geht ganz stark, was also nicht funktioniert und dann wird also gesagt, wir haben eigentlich ein überlegenes demokratisches Modell. Das kann man jetzt vielleicht als solches erstmal nicht so nachvollziehen, aber China
offiziell, also gerade letztes Jahr gab es ein neues Weißbuch, ist die beste Demokratie der Welt. Ne? Also eine Xiechang Minzhu heißt das auf Chinesisch, also eine über Beratungen sich konstituierende Demokratie, dass also die Parteiführung über alle möglichen Mechanismen den Volkswillen abfragt. Ne? Das geht also von der maoistischen Massenlinie, dass in irgendeiner Form eben diese Volonté Générale sich dann in die Partei transformiert, bis eben dem digitalen Abfragen, was sind die am meisten gesuchten Keywords in den verschiedenen Suchmaschinen, wo drückt der Schuh, ne, wo, oder wo ist gerade vielleicht ein lokales Problem, bis hin eben zu diesen vielfältigen Institutionen, die in irgendeiner Form eben eine ganz breite Einheitsfront bilden sollen. Und da gibt es also eine ganze Reihe von chinesischen Publikationen, die jetzt also zeigen, wir sind die beste Demokratie der Welt. Und umgekehrt müssen wir uns natürlich auch bei uns fragen, nicht, welche Elemente, genau, ist ein ganz wichtiger Diskurs, und welche planwirtschaftlichen Elemente, also umgekehrt gerade bei uns eingeführt werden, nicht, erleben wir denn eigentlich bei uns, um jetzt auch mal den Spiegel in die andere Richtung zu wenden, natürlich, ja, gerade an planwirtschaftlichen Verhältnissen, ja, und was tolerieren wir inzwischen? Mhm. Nach der Pandemie, wo es sehr gute Gründe gab, und so will ich gar nicht bestreiten, gewisse Dinge kommunistisch zu handhaben, auch mit gutem Gelingen. Aber was kam danach? Was lassen wir uns gefallen eigentlich nach der Pandemie mit Dingen, die durch pandemische Argumente nicht mehr zu rechtfertigen sind? Ja? Mhm. Da stelle ich jetzt mal nur die Frage, aber man könnte da schon einiges anführen. Ich weiß nicht, ob das eben kam bei Habeck. Aber man könnte halt da auch mal fragen. Und dann sieht das vielleicht auch nicht, also umgekehrt, das höre ich aus China. Ich war gerade mit einer chinesischen Philosophin, die, glaube ich, nicht genannt werden möchte, auch in Cambridge. Bei einem Abendessen waren mal alle Kameras weg und so, und es ging richtig hart zur Sache. Und der Diskurs war, den ich sehr spannend fand, den kannte ich so noch nicht, war, ja, da ihr ja keine freien Medien mehr habt in Deutschland, möchte ich dir jetzt mal ein paar Sachen über die Ukraine erklären. Dann kam, was man sich so vorgestellt hat, der Westen hat es angezettelt, die NATO hat ihn provoziert, bababababa. Und dann sagte sie, Zitat, wer einen Mann mit einem kleinen Penis angreift, macht immer einen Fehler, war ihr Kommentar. Also so, das ist die Erklärung. Und als Beispiel für freie Presse, das ist jetzt sehr spannend, nannte sie die taiwanesische Presse. Sie meinte, sie hat früher die westliche Presse gelesen, um einen freien Blick auf Weltgeschichte zu bekommen. Den Schrott liest sie jetzt nicht mehr. Und jetzt lese sie die taiwanesische Presse, was ich einfach einen spannenden Kommentar fand. Und dann ging es richtig hart zur Sache, ja, in der Diskussion mit ihr. Und ihr Punkt war eben zu sagen, ihr kauft doch gerade unsere Propaganda, sodass ich euch eigentlich nicht mehr zuhören will. Du bist unglaubwürdig. Ihr kauft die ganzen planwirtschaftlichen Sachen. Ihr habt unsere Corona-Strategie gekauft. Wir machen Lockdown, ihr macht Lockdown. Das sind doch alles autoritäre Dinge, die ihr von uns übernommen habt. Und du redest mir jetzt mal nicht mehr so liberal. Das war die Diskussionsgrundlage. Ich möchte nur darauf hinweisen, auch dieses Bild von sehr kritischen chinesischen Intellektuellen gibt es gegenüber uns. Deutschland ist kurzum kein ideologiefreier Raum. Also das führt schon so ein bisschen nochmal zurück zu dem Wang Hunin auch, denn letztendlich hat Wang Hunin genauso wie jetzt die Dame, die du nicht nennen magst, also glaube ich da doch, wenn ich es richtig verstanden habe, auch die falschen Schlüsse gezogen. Wang Hunin guckt sich das an, Amerika sagt so, das gibt so viel Arme hier, was ist denn hier los? Und dann sagt er, das muss an der liberalen Demokratie liegen. Und dann fährt er nach Hause nach China und sagt, also bloß keine demokratischen Reformen. Was machen sie? Machen sie Wirtschaftsreformen à la Amerikan, und dann ist es dann eben halt auch diese, ich sage ganz verkürzt, neoliberale Reformen mit dem Ergebnis, dass heute die Ungleichheit und die Vermögensverteilung in der Volksrepublik genauso ist wie in Amerika. Ja. Das heißt also, die Schlussfolgerung, die man so gezogen hat auf von unserem politischen System, unserem Liberalismus auf ökonomische oder soziale Umstände, die hat so nicht verfangen. Wie wird denn das Soziale, also auch die Common Prosperity, also Xi Jinpings Idee, diesen Neoliberalismus quasi wieder einzuhegen, wie wird das denn in der kritischen oder in der philosophischen, mit den Philosophen, mit denen ihr sprecht, sozusagen reflektiert? Gibt es eine soziale Frage im ungleichen China? Soll ich anfangen? Ja. Bitte. Ja, nee, also das ist eigentlich das Kernthema sowohl der Neomaoisten als auch der neuen Linken generell. Ja, also es geht vor allem um die Zeit nach 1992, also vorher gab es auch schon Wirtschaftsreformen, aber 1992 geht es dann wirklich an die Staatsbetriebe, da gibt es dann Massenentlassungen und gerade im Nordosten auch gewaltige Missstände, und in diesem Zeitraum beginnt eben das, was ich vorhin kurz skizziert habe, diese Überlegung,
Müssen wir dem nicht eigentlich was entgegensetzen? Und da gibt es also sehr, sehr viele kritische Stellungnahmen, die sich da mit der sozialen Frage auseinandersetzen. Die sind alle, allerdings würde ich jetzt sagen, in letzter Zeit so ein bisschen zugedeckt worden. Denn also gerade wenn man sich Leute wie Wang Huning anschaut, also die würde ich nicht zu oberflächlich einschätzen. Das sind Leute, die vor allem an Marx und Marcuse ganz, ganz klar geschult sind, die also auch wirtschaftlich so einiges auf dem Kasten haben und die also durchaus erkannt haben, dass man jetzt zu diesem Zeitpunkt früher oder später gegensteuern muss, wenn eben die Disparitäten nicht zu groß werden sollen. Und ja, dieser Begriff Gungtung Fuyu, der ist jetzt ist eigentlich ein Begriff von Deng Xiaoping schon geprägt, aber erst jetzt wirklich auf die Ebene eines großen Konzeptes gehoben. Und das hat damit zu tun, also wenn man sich nochmal vielleicht diese Situation der Macht, ja nicht Machtübernahme, sondern der Amtsübernahme von Xi Jinping 2012 vergegenwärtigt, das war wirklich ein Punkt, wo China am Scheideweg stand. Vielleicht erinnern sich noch einige von Ihnen, es gab einen Mitbewerber, der dann kurz vorher verhaftet worden ist. Seine Frau hat einen westlichen Geschäftsmann vergiftet und hatte so einiges andere auf dem Kerbholz. Und der hat sich also als Populist präsentiert. Der hat maoistische Strategien ganz stark eingesetzt, um eben ja, die ganzen Unzufriedenen hinter sich einzusammeln. Und Xi Jinping hat dann eigentlich versucht, sowohl diese neomaoistischen Strömungen als auch eben die Wirtschaftsreformer unter einem Dach zu vereinen. Und da gab es 2013 dann eben wieder so einen offiziellen Kurzschluss, der weiteres logisches Debattieren verhindert hat, die sogenannten zwei nicht zu negierenden Dinge. Also man darf weder mit den 30 Jahren Öffnung die 30 Jahre Maoismus negieren, noch andersherum. Das heißt, im Wesentlichen wurde einfach ein Deckel gemacht, wir reden jetzt nicht mehr über die Geschichte, wir gucken nach vorne, wir werden alle stark und reich. Und dann gibt es eben also diesen großen Dreisprung, dass also gesagt wird, unter Mao ist China eben aufgestanden, unter Deng Xiaoping ist es reich geworden und jetzt unter Xi Jinping wird es mächtig. Ja. Ja, ja, das ist so eine lange Taktik wie der Deutschland-Takt. Mir fiel ja ein, wir haben jetzt ja auch endlich Visionen in Deutschland. 2070, ja, also das ist, wir haben auch einen langen Bogen, gut geplant, in einzelnen Schritten adäquat ausgeführt, Planwirtschaft. Aber auf einen Punkt möchte ich noch lenken, den wir, glaube ich, mehr analysieren müssen in unserem Diskurs, der auch in dem Tianxia-Thema mit anklingt. Diese Idee, von der wir unseren Ausgang auch genommen haben, Kooperation ist wichtiger als Wettbewerb, der Neoliberalismus ist so schlimm, der kann ja auch die Krisen nicht lösen, das muss irgendwie doch der Staat, der weiß es besser und wie sollen wir sonst auch die Klimakrise lösen. Das heißt, wir haben ja so einen Diskurs auch. Ja? Und in diesem Diskurs kommen auch bei uns auf einmal marxistische und neomarxistische Motive, die auch oft über China reimportiert werden und so weiter auf. Die Frage ist jetzt, glaube ich, die wir uns auch stellen müssen, wie viel von dieser diskursiven Formation, die uns jetzt auch einleuchtet, ja, der Neoliberalismus hat doch den Planeten kaputt gemacht, das muss jetzt vorbei sein, mir leuchtet, wie gesagt, das ja auch ein. Aber man muss sich trotzdem fragen, woher kommt das eigentlich und welche Rolle spielt da das eben nicht zu unterschätzende, gerade auch mit einer globalen strategischen Kommunikation, nicht? Also die französische Philosophie der 60er in ihren Auswucherungen hätte es ja auch gar nicht gegeben ohne maoistische Aktivisten, die da in Paris nicht nur Bücher verteilt haben, sondern auch Einflüsse, nicht? Die China-Reise, Simone de Beauvoir und Sartre und so, da ist viel zu sagen über diese Faszination und eben auch eine teils gezielte Beeinflussung. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was wir mehr analysieren müssen für sozusagen die mentale Hygiene unseres eigenen Diskurses. Ja. Wie viel in dem, was wir auf einmal so plausibel finden, die freien Märkte sind so schlimm und so weiter und wir müssen aufhören zu wachsen, nicht? In wessen Interesse wäre es denn, wenn wir nicht mehr wachsen? Ja? Wenn wir eine Degrowth-kommunistische Gesellschaft werden, wer profitiert denn davon, wenn wir uns auf einmal nicht mehr militarisieren können? Zeitenwende, kein Geld, wir sind ja Degrowth. Ja? So, stellen Sie sich mal den CO2-Ausstoß der Zeitenwende vor. Wird nicht eingerechnet, wir sparen ja CO2. Will ich auch. Ich will nur sagen, hier haben wir einen gesellschaftlichen Widerspruch. Und dann müssen wir mal sehen, das wäre, glaube ich, ein gewichtiges Thema, welchen Einfluss hat da China auf diese Diskurse. Und das ist sicher mehr als keiner. Ja, also da ist eine Frage, die ich auch an Daniel Leser habe. Wir haben da vorher darüber gesprochen, nicht? Was ist eigentlich an diesem antineoliberalen Diskurs gekauft? Ja? Die Frage wäre ja erstmal, stimmt das, dass wir bis vor kurzem, so ungefähr bis zur Pandemie, in diesem furchtbaren neoliberalen
Anything-Goes-System waren. Das stimmt doch gar nicht für Deutschland, um mal da anzufangen. Ja? Aber wieso glauben wir das auf einmal, dass der Neoliberalismus überall, auch in Deutschland, sozusagen die Umwelt zerstört hat? Ja? Woher kommt das Märchen? Hat da China einen Anteil? Da reichen meine Quellen nicht weit genug, fürchte ich, also um da zu schauen. Also ich meine, diese Kritik findet man ganz breit, wie gesagt, in der Neuen Linken. Das ist also bis hin zu spezifischen feministischen Theorien, Nancy Fraser, was auch immer, alles übersetzt, alles debattiert. Inwiefern da wirklich eine konkrete Steuerung von Parteiseite dahinter steht, bin ich mir nicht so sicher. Also ich bin immer wieder verblüfft, wie viel dann eben auch Zufällen geschuldet ist in solchen Kontexten. Deswegen frage ich. Genau. Und also man sieht schon sehr stark, in allen Bereichen, wo es strategisch sinnvoll erscheint, setzt die Partei eben gerade postmoderne Diskurse ein, um den Westen und Kolonialismus zu kritisieren. Aber was eben auch ganz klar ist, und da gibt es eben auch eine Parteirichtlinie für, man darf sie nie auf die eigene Geschichte anwenden. Ne? Das ist eine ganz klare Grenze, Foucault, also gerne affirmativ, aber nicht in irgendeiner Form jetzt also Machtstrukturen oder Dispositive oder irgendwas hinterfragen. Also von daher, das ist ziemlich schizophren. Das ist also eine Form von sehr paradoxer Kommunikation. Ja, so wie ich das eben auch meinte. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man eben in der Diktatur immer in Rechnung stellen muss, dass jeder Diskurs instrumentell ist. Also es, und das ist eine andere diskursive Formation als bei uns. Um auch wirklich diskursiv zu sein, würden wir jetzt Sie, euch bitten, also wenn es noch Fragen, wenn es Fragen gibt, ich hoffe, es gibt derer viele, irgendjemand mit einem Mikrofon? Ich habe hier eine Frage, wenn Sie gerade mal vorkommen könnten, dann. Ich dachte, wir waren alleine, jetzt sieht man so viele Leute. Was habe ich denn gesagt die ganze Zeit? Alle Kritik an der Bundesregierung ziehe ich hiermit zurück aus Angst vor Strafmaßnahmen. Ja. Sagen Sie kurz Ihren Namen und stellen Ihre Frage. Also, ich bin Kai. Danke für das schöne Gespräch. Sie hatten vorhin Karl Schmidt erwähnt. Ich habe mal so mitbekommen, dass, ich weiß nicht, ob das ein Gerücht ist, dass die chinesische hohe Politik immer stärker den Karl Schmidt sozusagen rezipiert. Mhm. Gleichzeitig ist ja Karl Schmidt jemand, dem man sehr schnell verfallen kann, sagen wir mal so. Mhm. Die Frage ist, ob sich sozusagen das Politbüro diese Ideen von Karl Schmidt überstülpt in der Zukunft und ob da irgendeine Gefahr damit verbunden ist. Ja, antworte ich vielleicht erstmal direkt darauf. Also es gibt jetzt eine ganze Reihe von ganz hervorragenden Artikeln, auch eine von einige hier aus Köln, von einem ganz hervorragenden jungen Juristen hier, die sich also damit beschäftigen. Also es gibt, das Politbüro trifft sich einmal monatlich zu einer Studiensitzung. Und ich habe noch nie gehört, dass da irgendwo Karl Schmidt auf dem Programm stand. Die letzten Sitzungen, also das sind dann meistens eher so patriotisch-nationalistische Deutungen von der eigenen Geschichte oder Archäologie stand zuletzt auf dem Programm. Also da muss man eher auf ganz spezifische Schulen innerhalb Chinas gucken, vor allem an den großen Universitäten. Und das ist ein Phänomen, würde ich sagen, der letzten 15 Jahre. Vorher war Schmidt einfach noch nicht übersetzt. Und es gibt natürlich dann die unmittelbaren, sagen wir mal, inhaltlichen Bezüge. Der erste Satz von Maos Hunan-Bericht 1927 ist schon, wer sind unsere Feinde, wer sind unsere Freunde? Ne? Also diese Freund-Feind-Distinktion, die Zhao Tingyang ja aushebeln will in seinem Buch, die findet man im Maoismus immer schon auch in der Partisanentheorie und sowas gespiegelt. Also ich würde sagen, vor allem in Rechtsfakultäten, im juristischen Bereich, ist eine sehr intensive Schmidt-Rezeption momentan festzustellen, wobei das insbesondere sein Spätwerk ist. Also Nomos der Erde würde mir da insbesondere einfallen, also Überlegungen über Großräume und deren Legitimation. Aber meines Erachtens sind das eben, also im Buch ist, glaube ich, das Kapitel 4, Chen Duanhong, also ganz berühmter Rechtswissenschaftler der Beida, beschäftigt sich da oder stellt dar, weswegen die Niederschlagung der Proteste in Hongkong 2020 eben auf der einen Seite legitim, aber auch legal war. Und der bezieht sich ganz stark auf solche Kontexte, zieht aber auch noch Agamben und alle möglichen anderen westlichen Denker mit hinein. Also von daher, ich würde sagen, es ist ein akademischer Diskurs. Xi Jinping ist nicht der Typ, der ein Buch von Karl Schmidt liest, aber vielleicht lässt er sich da was referieren. Ja. Aber wenn ich auch so das richtig verstanden habe, also wenn die Frage auch nicht an mich ging, ist so, dass du hast das ja auch angesprochen, bisher war die Legitimation der Partei eben mehr Wohlstand. Und in dem Maße, wo das eben erstens durch natürliche
Bedingungen, genau, dass man eben nicht immer endlos wachsen kann, ne, und Lohnsteigerung und dergleichen und dann die Pandemie, dass man jetzt versucht, legalistisch, also das könnte vielleicht so der Angelpunkt zu Schmidt sei, eben jetzt nicht über den Notstand und so reflektiert, aber zu sagen, wir sichern unsere Diktatur nicht mehr durch dieses Versprechen, ihr Wohlstand dafür Klappe halten, ab, sondern schaffen mehr und mehr auch ein legalistisches Rahmenwerk, das die Herrschaft der Partei festigt. Das ist zumindest das, was ich jetzt in dem einen oder anderen Artikel gelesen habe. Weißt du, ob sich das auch bei deinen spiegelt? Genau, also in dem Kapitel 9 oder was auch immer, Jiang Shugong, der sagt, also die große Schwäche, die bislang im chinesischen System war, dass man sich eben zu stark an westlichen Institutionen orientiert hat, dass man versucht hat, Partei und Staat zu trennen. Und die große Aufgabe, die Xi Jinping hat, ist Partei und also den Staat unter die Partei zu subsumieren und im Wesentlichen dann eben solche Komitees zu schaffen, in denen ganz klar ist, dass eben der Nachname der Institution, was auch immer, immer Partei ist. Ne? Xingdang im Chinesischen. Die Medien oder eben auch die Staatsorgane müssen eben immer ganz klar das Parteiinteresse vorne stellen und sozusagen diesen Überbau zu schaffen und das Ganze institutionell umzusetzen, das ist die große Aufgabe, die Xi Jinping momentan umsetzen soll. Aber eben legalistisch und eben nicht nur in einem dass die Propaganda stimmt, sondern dass man halt auch in der Tat Gerichte schafft oder ein Rechtswesen schafft, das der Partei dient. Ich meine, das ist ja was es vorher auch schon gab. Mhm. Die Frage ist immer, wie unabhängig dürfen die Gesetze sein? Und es gibt eben eine ganz starke, das sieht man sogar im Maoismus schon, also sobald man eben diese juristischen Institutionen schafft, sobald die anfangen, ihre Regeln aufzustellen, dann ist da eine inhärente Tendenz, dass die anfangen, das Ganze eben auch in irgendeiner Form abzugrenzen von anderen Bereichen, dass eine Professionalisierung stattfindet. Mao Zedong unterbindet das dann sehr hart, im großen Sprung nach vorne, schafft einfach die Hälfte der Institutionen ab oder lässt die Polizei Gerichtsurteile sprechen. Ne, das ist also wirklich rechtsnihilistisch, wenn man so möchte. Xi Jinping geht eher so vor, würde ich sagen, wie ein traditioneller Kaiser. Also im Kern ist es legalistisch, aber es ist ein schöner Mantel drumherum, der gut klingt. Ne, und der besetzt sich eben aus konfuzianischen, aus buddhistischen, aus allen möglichen Bricolage-Elementen zusammen. Mhm. Haben wir weitere Fragen? Da sehe ich jemanden, da sehe ich auch jemanden. Erstmal dahinter oder okay, dann erstmal. Gut, dann. Uli Dormann, wenn ich Ihrer Argumentation folge, da haben Sie das chinesische Denken ja vorwiegend unter Aspekten von Verfall dargestellt. Es fielen Worte wie Verballhornung oder Raunen oder als Propaganda oder als geschickter Beeinflussungsversuch des westlichen Denkens. Aber sind Ihnen im chinesischen Denken denn auch Inhalte begegnet, die positiv und für uns interessant sind, eventuell dann vor den 80er Jahren, wo es noch freier war? Oder ist das alles nur unter Propaganda zu subsumieren? Ich kann gerne anfangen. Ja, klar. Also, fang mal an. Dann genau. Das wäre ein ganz falscher Eindruck. Also gerade die 80er Jahre und auch die 90er, ich meine, selbst die neoautoritären Denker habe ich mit Gewinn gelesen. Da kommen dann eben häufig Formen der, sagen wir mal, Schmidt-Rezeption zurück, die man sich so nicht gedacht hat. Aber nichtsdestotrotz, wir haben nur Texte ausgewählt in dieser Anthologie, die in irgendeiner Form mit Gewinn zu lesen sind. Ja, und ich sehe das keineswegs unter nur so einem Propaganda-Winkel, die gibt es auch, aber das sind alles ernstzunehmende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die dort also ihre Theorien entsprechend entwickeln. Wovon man sich, glaube ich, freimachen muss, ist, dass man dort das komplette andere findet. Ja, also dass man da jetzt auf Ideen stößt, die vielleicht hier noch nie angedacht oder wie auch immer sind, sondern was man eben findet, sind alle möglichen Verschränkungen oder eben Weiterdenken von Konzepten, die wir hier auch kennen. Denn zumindest für die letzten 150 Jahre wäre ich sehr skeptisch, wenn man also so eine komplette Alterität aufmacht. Hier das chinesische Denken, hier das westliche und dazwischen ist nichts. Ne? Also dazu ist viel zu viel Rezeption passiert. Von daher, also diesem Eindruck möchte ich, also vielen Dank für die Frage, möchte ich gerne entgegentreten. Und wenn man, wie gesagt, einen großen Bogen spannt und nicht die gesamte philosophische Tradition berücksichtigt, auch die verschiedenen buddhistischen Schulen und so weiter, Daoismus wurde ja auch schon angesprochen, dann sind das wertvolle Quellen des philosophischen Nachdenkens,
die in keiner Weise zurückzustellen sind neben anderen Quellen des Nachdenkens. Aber ich würde auch sagen, sozusagen immer wenn man, und das geht in beide Richtungen so, wir sprechen ja jetzt sozusagen hier im sogenannten Westen, nicht, und das gilt auch in die andere Richtung auch, nicht, Menschen denken nach, manchmal philosophisch. Und dann überrascht es nicht, ja, dass man zu beinahe denselben Ideen kommen kann. Ja. Also ich würde auch sagen, es gibt da kein ganz anderes, so François Julien und so. Das ist alles vertraut. Ja. Ja. Nur wie das so ist, nicht, kommt man zu anderen Ergebnissen. Also mich hat sehr beeinflusst Wang Bi, das ist einer der sehr brillanten Kommentatoren vom Laozi. Und da gibt es dann interessante Manöver, die sozusagen philosophische Manöver und philosophische Ideen, die dann in unserem Denken an irgendeiner Stelle fehlen, aber die da genauso passen könnten. Ja? Man lernt eben von Texten. Ich würde einfach sagen, wir haben, man muss, es gibt keinen Grund, sozusagen den Raum des Bedenkenswerten zu beschränken auf einige Sprachfamilien, sozusagen. Mhm. Ja? Und dann ist China oder das chinesische Denken für mich selbstverständlicher Teil dieser Verständigung. Wenn ich mit Zhao Tingyang diskutiere, dort, wo wir über philosophische Themen diskutieren und nicht die Frage auftaucht, wo steht er politisch, ist das ein ganz normaler philosophischer Diskurs. So. Ja, das würde ich auch sagen. Es ist ganz wichtig, sich davon fernzuhalten, zu glauben, da sei etwas ganz anderes. Auch weil das schon historisch nicht stimmt. Also die Rezeptionsbögen, die sind eben auch schon in der Achsenzeit da. Also wenn man ins 6., 7., 8. Jahrhundert geht, es gibt die Handelswege, man redet. Und dann gibt es Indien als Vermittler. Das darf man, muss man ja auch sehen, dass gerade auch bei den philosophischen Traditionen das eine Rolle spielt. Also langer Rede, kurzer Sinn. Da gibt es nicht, also 20 Jahre gründlich Laozi zu studieren, ist keinerlei Zeitverschwendung. Im Gegenteil, da können Sie genauso eine ordentliche philosophische Lehre erhalten, wie wenn Sie Platon lesen. Ja. Platon hat zwar recht, aber man kann von beiden was lernen. Ja, vielleicht gehe ich da ganz kurz noch drauf ein. Also ich denke, was uns am fremdesten sind die Stücke, die neukonfuzianisch sind in dieser Anthologie. Und also für mich ist eigentlich immer dann spannend, also es gibt einen Aufsatz, der also davon spricht, dass es drei Traditionen gibt, die es eben zu irgendwie zu verbinden gibt und das dann eben nicht Daoismus und sonst was, sondern es sind eben, wenn man so will, die Mao Zedong-Ideen, die Deng Xiaoping-Reform-Ära-Gedanken und eben der Volksglauben inklusive Konfuzianismus. Und das sind erstmal Debatten, die man so hier nicht führen würde. Aber insgesamt ist es also ein wahnsinnig großes Anliegen, vielleicht kann man sagen, nicht regressive Rückbezüge auf die eigene Tradition zu finden. Na, also wie kann ich mich, ohne mich komplett zu verwestlichen, ohne einfach nur der westlichen Globalisierung zu folgen, in irgendeiner Form in einen Traditionsbezug mit chinesischem Denken stellen? Und das ist eine Riesenherausforderung, wo also ganz viel drum gestritten wird. Mhm. Ja. Ist Ihre Frage noch? Da hinten, also jetzt auf der anderen Seite. Genau, auf der anderen Seite ist dann, dann machen wir den Sack mit einer dritten Frage zu. Ich glaube, wir sind dann auch gut in der Jawohl. Genau. Kleiner Kommentar noch am Rande, den Universalismus, Mengzi, haben wir die ganze Zeit vergessen. Es gibt noch die Tradition, universalistische Aufklärung gibt es im chinesischen Denken lange bevor es es im Westen gibt, nur am Rande erwähnt. Da ist ein klarer Fall, aber auch da macht Zhao Tingyang den Fall, dass das auch noch viel älter ist. Also das nur am Rande, der Universalismus ist in keinem interessanten Sinne eine westliche Erfindung. Bei Mengzi gibt es auch das Beispiel, wo das Kind in den Brunnen fällt. Genau, wo das dann argumentiert wird. Sie kriegen alles das, Universalismus, moralische Tatsachen. Mm. Moral Realism, eine Position, der ich philosophisch anhänge, ist übrigens auch heute ein Titel für eine plausible geopolitische Strategie. Ja? Das heißt, Jens Hürtung. Ihre Frage. Ja, ich bedanke mich erstmal nochmal für das Gespräch, also für den Vortrag. Mein Name ist Finn, sorry. Anlässlich der Versuchung der BRICS-Staaten, eine neue Reservewährung zu schaffen, würde mich mal interessieren, kann man hier schon von einer neuen Blockbildung sprechen? Möchtest du anfangen? Ja. Also, genau. Bei den historischen Fragen kann ich mal sagen. Ja, also ich meine, eine gewisse Form der Blockbildung ist natürlich unterwegs, wobei China insbesondere den kompletten, was man als globalen Süden bezeichnet, im Blick hat. Aber in der rhetorischen Außendarstellung wird also immer gesagt, Blockbildung, das machen nur die anderen. Ne? Also man selber wolle also auf keinen Fall in irgendeiner Form in ein Muster des Kalten Krieges zurückfallen. Und das ist also was, was den Amerikanern, teilweise auch den Europäern vorgeworfen wird. Aber natürlich, die Dominanz des Dollars ist ein Riesenthema schon seit 20 Jahren in chinesischen Debatten. Und dass man also überlegt, in welcher Form können wir den
durch neue Institutionen, asiatische Infrastruktur und Investmentbank, Seidenstraßenfonds und was auch immer, entgegentreten. Das sind also alles Dinge, die diskutiert werden. Da gibt es sicherlich viel kompetentere Leute, die darüber weitersprechen, aber das vielleicht soweit von mir. Und wenn ich das, nicht, dass ich jetzt kompetenter wäre dazu, aber das ist mehr mein Bereich, dass Sie das schon sehen, dass China sagt, zu einem gewissen Grad kann man die bestehende Ordnung ja erhalten, wobei dadurch auch die Frage ist, was damit genau gemeint ist, aber man gleichzeitig auch zum Beispiel der Shanghai Cooperation Organization, was Sie angesprochen haben, die BRICS-Staaten, versucht eine alternative Ordnung, die Grundpfeiler einzustoßen und diese Länder des globalen Südens, von denen wir jetzt schon ein bisschen gesprochen haben, ne, aber auch andere noch nicht, Indonesien, Nigeria, die alle also wirtschaftlich viel wichtiger werden noch im Verlauf dieses Jahrhunderts, die sind, glaube ich, nicht strategisch neutral im Sinne eines, wir legen die Hände in den Schoß, sondern die arbeiten auch daran, sich verschiedene Optionen offen zu halten. Und deswegen gibt es da ein gewisses Interesse an diesen neuen Organisationen. Aber ich glaube nicht, dass es eine großflächig weltweit geteilte Begeisterung gibt, jetzt einer neuen Weltordnung sozusagen anzugehören, die von China angeführt wird. Also ich glaube, das kann man zur selben Zeit auch sagen, dass das nicht der Fall ist, sondern dass diese Länder versuchen, und Europa versucht es ja auch, eben nicht jetzt entweder ganz zu China oder ganz zu den USA, sondern so eine Eigenständigkeit sich zu bewahren. Ich glaube, das ist sozusagen das, was Sie im Moment sehen. Also ich glaube, die Länder verhalten sich, wenn überhaupt, dann abwartend, Optionen auscheckend, aber sie werden sich jetzt nicht auf eine vollkommene Allianz allein mit der Volksrepublik China einlassen. Ups, jetzt hatte ich auch noch das Schlusswort. Guck mal da. Vielen herzlichen Dank. 22.30 Uhr. Danke euch.